Willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende von Mionito. Ja, dann sind wir schon wieder bei der Spukabteil. Ihr habt recht, da waren wir auch schon einmal. Im letzten Part haben wir sogar den Boss besiegt. Aber allerdings hat er Marios Körper gestohlen. Und den wollen wir uns wiederholen. Wir bekommen ihn wieder, wenn wir den Namen erraten. Und den Namen, beziehungsweise das, was wir dafür brauchen, Tipp oder was auch immer, bekommen wir in den Kellergewölbe der Spukabtei, so sagten es die Rahmen. Kannst du die Rahmen verstehen oder was? Nein, kannst du nicht. Also lüg uns nicht an, ja? Nein, Barbara kann das verstehen. Und die hat uns das halt übersetzt. Und ja, die Rahmen haben das gesagt. Die Rahmen haben über Computer geredet und so, über Internetanschlüsse. Kein Scherz jetzt. Guckt euch den letzten Part an, falls ihr es nicht gesehen habt, war ziemlich strange. Ja, und wie gesagt, der Geist ist davon gekommen und hat jetzt Marios Körper. Wir müssen in den Brunnen rein, um in den Keller zu gelangen. Und hier sehen wir schon einen neuen Gegner. Den Käfer, den wir nicht scannen können. Und eine Insignie der Sonne. Oh, mit Stampfattacke. Das ist doch mal richtig nice. Aber diese Käfer, die kennen wir doch schon, oder? Kennen wir die nicht? Ja, sicher, die kennen wir auch von Falkenheim. Nö. Nö. Ganz einfache Antwort. Nö. Dammit. Dann bleiben sie ungescannt. Naja. So tragisch ist es nicht. Brauchst jetzt hier keinen heulen. Ne? Paar Coins. Und weiter. In diese. Wow! My fucking God. Oh mein. Crazy shit. Er hat die Gegner gesehen. Wie viele das sind? Ja, ist ja wie bei Dynasty Warriors so viel los hier auf dem Schlachtfeld. Im Ernst, so viele Gegner, goddammit. Werde ich euch natürlich nicht alle zeigen. Ich warte jetzt noch so lange, bis wir mal einen anderen Gegner haben. Das heißt, einen mit Stacheln auf dem Kopf. Und dann schneide ich euch die anderen raus. Natürlich werdet ihr alle Erfahrungspunkte mitnehmen. Alle Sternpunkte. Bin ja nicht von gestern, ne? Und auch nicht von vorgestern. Nein, nein. Aber jetzt heißt es erstmal Level Up! Yeah. Auf 20. Also, die reichen erstmal die KP. So viel sei gesagt. Machen wir die auf 20. Wir machen sie auf 20! Yes. Das reicht jetzt auch erstmal. Jetzt werden wir erstmal nur die nächsten drei Level Ohrenpunkte machen. Oh, Gegner, Scheiße, so ungefähr. Hat ja auch so viel Zeit zum Reagieren, ne? Aber leicht zu kontern, die Biester. Ja, was empfiehlt sich hier? Natürlich der Erdbebenohren. Definitive. Yes, weil dann liegen die flach. Wie bei den Koopas auch. Ein klassischen Koopas und den kann Barbara jetzt hier schön angreifen, hier, wenn sie liegen. 3. Ich weiß gar nicht, ob die auch durch die Abwehr geht. Ich glaube nicht. Das kann man nur mit einem Anti-V-Hieb. Und den Ohren habe ich nicht. Fragezeichen, ich weiß es nicht. Und erstmal mehr Leben, da gibt uns hier mehr Kraft. Fühle diese Kraft, Mario. Yeah. Wow, wow. Also, Tipps für diese Gegner einfach umdrehen, dann können sie nicht angreifen. Und somit braucht man keinen Schiss haben gegen diese Gegner. Zauberkraft ist erschöpft. Da habt ihr das gelesen. Fuck! Das heißt, wir müssen den Zauber wieder kaufen. Yo, ein Stachelgegner. Den Zauber wieder kaufen in den Katakomben. Muss ich jetzt dieses Kapitel ohne auskommen? Was? Behalten wir mal den Hinterkopf. Das war nur ein Zauberbraun. Der hat ein Leben. Nee, der hat einen Tropfpilz, der Sack. Was machen wir denn da Schönes? Ach, Mann, ist doof. Ich kann ja auch nicht draufspringen, deswegen. Erdbeben. Yes. Ach, ist egal. Ob so ein Licht flach, ey. Ja, Saft sagt der. Oh, schön Schattenhieb. War es das auch hoffentlich? Natürlich. Doch, natürlich. Ich wollte gerade sagen, natürlich nicht. Aber doch. Alles in Butter. Mutter läuft ja mit die Butter auf den Toast. Und ich werde mich jetzt um die nächsten Assis kümmern. Bis gleich. Könnte ein bisschen langweilig werden. Oh mein Gott, so viele Gegner. Erdbeben vor dem Hinten, sag ich nur. So, Guys. Die ganzen Assis sind besiegt und wir kriegen massig Münzen und Stuff. Paar Herzchen. Hätte es nicht gebraucht, weil habe ich eigentlich nicht verloren. Wie gesagt, mit Erdbeben hat man da echt gute Karten. Und wir haben den Orkan-Sport bekommen. Einen der unnötigsten Ohren der Welt. Bei
richtige Anwendung trifft Mario auf seinen Luftgegner. Luftgegner. Was ist ein Luftgegner? Damit sind die Super gemeint. Diese Fledermäuse, die an der Decke hängen, die man nicht erreichen kann mit Sprungattacken, nur mit Erdbeben halt runterholen kann. Oh, wir holen uns einen runter. Ja, ich habe runterholen gesagt. Ich weiß. Ha, 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 wir haben alle gelacht. Hä? Ach ja, ich weiß, was man machen muss. Oh, tschüss, Sikowski. Hi. Haha, ausgetrickst. Ja, da kann man die halt mit Sprüngen erreichen, diese an der Decke hängenden Gegner. Schon wieder die Insignie, also man bekommt es auch in den Arsch geschoben, ne, hier. Aber mir soll es doch recht sein, Speicherblock, der soll mir auch recht sein. Holt hat immer recht. Und Barbara Salisch auch. Oh Mann, wie geht denn das mal, Mann? Wie geht das? So, Mann. Bin auch manchmal ein Honk. Oh, wer hier klaustrophobisch ist, der hat so ein kleines Problem, ne? Schon ziemlich eng. Klaus, Klaus, Klaus! Deswegen. Oh Gott. Sind wir jetzt? Ein Sternsplitter. Ich wusste, ich hatte den nicht mehr in Erinnerung. Ziemlich geil, dass ich den jetzt gefunden habe, weil ich hätte ihn nicht mehr gerne zurücklaufen wollen. Nochmal die ganzen Käfer da besiegen? Nee. Drum schauen wir uns jetzt lieber besser um. Weil ich nichts vergessen will. Gut, ich denke mal, das war der einzige. Okay, wo geht's hier weiter? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ey, wo geht's denn weiter? Ich hab keine Ahnung, du. Hier nicht? Oder war da ein Fenster, was offen ist? Nee, denn da waren wir ja schon. Ja, weil von hier sind wir gekommen. What the fuck? Nee. Hä? Ich glaube, ich check wieder als einziger nichts. Ja, yeah, da ist ein Assi, das ist Squawks. Nee, Schmarrn. Das ist ein Papagei, ja. Die Rahmen haben mir erzählt, dass einer auf diese gewisse Sache aufpasst. Und damit ist er gemeint. Er ist gemeint. Hier sind Truhen. Wir schauen uns erstmal diese Truhen an. Gut. Ein Schlaffikator. Abwehrkraft wird gesenkt bei den Gegnern. Unnötiges Item. Und ein Kraftplus. Tschüss. Oh, jetzt muss ich Ohrenpunkte erhöhen. Ey, ohne Witz. Und hier ist ein Abteilschlüssel drin. Öffnet die Tür. Ja, die Tür, das war halt wieder rausgegangen. Und ein kleines P. Erinnert ihr euch noch? Wir konnten kein kleines P eintippen, aber was soll das bringen? Das soll vielleicht darauf hindeuten, dass ein kleines P in seinem Namen drin ist. Buchstabe, der mir hilft, Marios Name und Körper zu wenden. Gut, der rück mal aus mit der Sprache, Mann. Guten Morgen, Pete Squawks. Schon immer nervig, aber ich weiß sonst bei Donkey Kong nur. Ja, mehr sagt er nicht. Der tut hier ganz, ganz unschuldig. Wir wissen, was Barbara noch mehr daraus holen kann. Deswegen verstecken wir uns mal. Hä? Weil ich gerade niemand? Ja, egal. Lange geht das eh nicht mehr gut. Sobald jemand seinen wirklichen Namen errät, ist es vorbei mit der Zauberei. Und mich, der ich seinen Namen weiß, schließt in dieses finstere Zimmer ein. Und ich muss hier diesen 5-Euro-Job täglich machen. Scheiße, scheiße, scheiße. Außerdem soll ich auch noch auf diesen fucking Buchstaben aufpassen. Was für eine Tierquälerei. Ich werde mich an Greenpeace, an die ganzen anderen Stiftungen noch und ja, werde mich beim Tierschutz melden. Ja, ja, ja. Das werde ich machen. Trotzdem könnte dieser Rumpel mal zurückkommen. Ich habe jetzt ewig Hunger. Schon 5 Tage ohne Essen, ohne meinen Lieblingswurm. Mann. Danke, du Spaß. Nee, Scheiße. Hau ab, Spaß, Spaß, Spaß. Alter, so redet man aber nicht mit mir. Spast, Spast. Oh Mann, ey, was für ein bekloppter Papagei. Tschüss, Spast. Oh Mann, aber er hat uns den Namen gesagt. Rumpel. Also ist eine Hommage an Rumpelstilzchen, das Märchen, was ihr hoffentlich kennt.
Oh, hast du gehört, was der Papagei gesagt hat? Rumpel, so heißt der Kerl. Jetzt können wir uns deinen Namen und Körper zurückholen. Komm schon, den machen wir fertig. Und ob, und ob, und ob. Der kriegt jetzt meinen Zorn zu spüren. Das heißt, wir müssen wieder den ganzen Weg zurück. Wo müssen wir hin, Freunde? Wir müssen wirklich den ganzen Bullshit-Weg zurück. Hier sind ja auch überall Buhus, das habe ich ja schon mal erklärt. Wir müssen wieder zum Schuppen, wo wir den schwarzen Schlüssel gefunden haben. Und das ist verdammt lang. Und langweilig, weil ich den ganzen Weg tausendmal abgeben muss. Und es wird noch schlimmer kommen, das kann ich euch schon mal sagen. Kann man das eigentlich entfernen? Yo, lol. Wusste ich gar nicht. Ich habe mich immer da wieder runtergerollt, warum auch nicht, ne? Ja, Freunde, ich werde dann da offscreen hingehen und dann gibt's ordentlich was auf die Mütze. Der kommt nicht einfach ungestraft davon. Wenn er hier so eine Schikane macht mit den Dorfbewohnern und dann noch uns hier trollt. Ich meine, es geht ja um alles bei Mario. Keine Seele, keine Peach. Keine Sternjuwelen mehr. Also so kann er nicht mehr arbeiten. Keine schönen Mario-Spiele mehr von Shigeru Miyamoto, wenn er hier so ist. Nee, ey, ich gehe offscreen zurück. Bis gleich. Oh, meine gruseligen Wald. So, Freunde, sind wir fast. Bin schon wieder bei diesen Assi-Gumbos. Nein, nein, nein. Oh, jetzt muss ich nochmal kämpfen hier. Barbara ist so angeschlagen. Wisst ihr, das war Hex von Suseldusels. Immer wieder einpennen, immer wieder einpennen, 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 einpennen. Ich konnte gar nicht mehr angreifen. Es war einfach nur Schikane. Richtig beschissen. Ja, was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Ich hab keine Ahnung, Mensch. Absolut nicht. Ja, Erdbeben einfach mal. Yes. Drei Schaden. Nein, was ist das denn für ein Shit? Yes, wir haben es abgewehrt. Die sind zu Eis erstarrt. Kümmern wir uns mal um den letzten. Du bist wirklich das Letzte. Ja, die dürften jetzt nicht angreifen. Ja, wenn wir die mit Feuer angegriffen hätten, dann würden sie natürlich auch auftauen. Ist klar. Bam! Er hat Charge benutzt. Ich überlege gerade. Ja, taktisch ist, den Mario zu besiegen, weil Barbara kann den anderen aus dem Spiel bringen, weil sie mehr als einen Schaden macht. Definitiv. Also Barbara macht 3 Schaden. Ja, natürlich mit Flamme hätte ich den, hätte beide besiegen können, wenn ich den angezündet hätte, aber dann hätte der mich einmal treffen müssen. Der aufgeladene Goomba, weil erst nach beiden Runden, nach meinen Runden und nach den gegnerischen Runden kommt der Feuerschaden zum Einsatz. Für die Schlaumeier unter euch. Yes, down und Gebaden, du Scheißkerl, du blöder Goomba. Ey, die sind echt nicht zu unterschätzen. Wer auch nicht zu unterschätzen ist, ist der Assi, der uns den Körper geklaut hat. Aber eins ist klar. Eins ist klar. Ich will mein sexy Body wieder haben. Und den kriege ich jetzt. Ich weiß, wie du heißt. Du kannst mir nicht mehr drohen. Ich habe dich wieder erwartet. Oh yeah. Diesmal werde ich dich auslöschen. Aber da ich es versprochen habe, kriegst du doch diesmal eine Chance. Wenn du willst, wie ich heiße, kriegst du Namen und Körper zurück. Was will ich eigentlich wohl? Au, ich weiß, wie du heißt. Du spielst mit uns das Rumpelstilzchen-Spiel. Und heißt Rumpel. Deswegen war das P auch weg, damit wir nicht Rumpel schreiben können. Was passiert eigentlich, wenn man das große P nimmt? Weil dann ist ja auch im Prinzip Rumpel. Du heißt Rumpel. Geh zurück in deine Rumpelkammer. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ja, ja, ich weiß es jetzt aber und dein Spielchen ist beendet. Dein hässliches Spiel. So, Freundnase, was sagst du jetzt? Oh, what the fuck? This can't be true! Are you kidding me? Du hast gescheatet! Wie konntest du nur Cheats benutzen? I can't believe it! Oh my goodness! Why? Damn! How could you? How could you? Seriously? Seriously? Oh my! Turning around, bitch! Oh!
Und ihr könnt euch denken, wo er hinrennt. Hinterher, wir müssen meinen Körper und meinen Arm zurückholen. Und, Mann, ich an seiner Stelle wüsste, wohin ich fliehen würde. Richtig. In die Spukabteilung. Das heißt für mich, wieder den ganzen Weg zurück zum fünften Mal. Yes! Oh yeah! Oh yeah! Not, it's fucking annoying. It's scheiße, man, ey. It's a shame. Ach, komm, ey. Nicht euer Ernst, oder? Aber ich schneide euch den Weg. Ja, für euch ist dieses Kapitel geil, für mich nicht. Ja, seht ihr's. Also bis gleich, bei Spukabteil wieder, ne? Also er ist jetzt da wieder, wo er einmal auf war. Oben, ne, auf dem Turm. Ist klar. Sie sind angekommen. Spukabteil. Ja. Da sind wir wieder bei Spukabteil. Ja, wir müssen wieder zum Turm, definitiv. Es ist doch so klar wie Klosbrühe. Der ist aber auch so dumm, ne, der Geist. Der gute Rumpel. Kann er jetzt ruhig den Namen sagen? Ich hatte den, ich weiß ja, wie der heißt, ne, aber ich hatte immer so die spezielle Herausforderung, euch den nicht zu spoilern, den Namen. Das war immer witzig, ey. Ich glaube, einmal hätte ich es fast verraten. Ich weiß es aber nicht mehr. Müsst ihr wissen. Sind wir hier richtig? Ich hoffe doch. Es gibt nur einen Weg. Bitte, lass es nur einen Weg geben. Hier sind wir bei den Eulenvogel. Wie lame. Mann, das kotzt an. Ich weiß nicht mehr, wo es da lang geht. Ach ja, ich erinnere mich. Wir müssen die Türen benutzen. Diese komischen Türen da. Ihr wisst schon. Da war ja eine für den Norden und eine für den Süden. Um in den Palastgarten zu kommen. Palastgarten, was laber ich? In den Abteigarten zu kommen. Hier runter. Und da gibt es den Schalter, wo wir hier das verstellen können. Nö. Mit dir spiele ich bestimmt nicht mehr. Die Gegner geben extrem wenig Sternpunkte noch. Der grüne Kirk, der gibt noch ein bisschen was. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss da oben hin, ich Vollidiot. Der grüne Kirk, der gibt noch 2 Sternpunkte und die anderen nur 1. Obwohl das ziemlich starke Gegner sind, insbesondere die Susel, Wusel, Dusels. Yes. Red Schalter. Und jetzt kommen wir halt wieder zu den Geistern. Wir müssen ja jetzt nicht mehr die Treppe nach unten verschieben, weil da gab es ja nur den Schlüssel. Den haben wir ja bereits. Das heißt, wir stellen uns schon in diesen Part, den Endboss. Ja, der, laut meiner Aufnahme ist der Part schon über 30 Minuten, aber es ist halt für den ganzen Offscreen-Shit. Für euch ist der vielleicht mal gerade, keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht. Hier benutze ich nicht Yoshi, ich muss es so schaffen. Ich habe hier die Partner nicht mehr. Ah, doch kein Problem. Ja, wie geil das ist. Nochmal rüber. Barbara. Wie geil das ausschaut. Und jetzt runterfallen. Nee, so schwer ist doch nicht, wie es aussieht. Das sieht doch gar nicht schwer aus. Ja, habt ihr recht. Ja, passt schon hier. Jetzt stellen wir uns hier den Boss. Bin relativ gut geheilt. Ich habe einen Superpilz gefunden und habe somit einen normalen Pilz gefressen. Und wie sieht's aus? Ja, komm, 14 vor 15. Scheiß doch drauf. Kack doch mal einfach drauf. Und hau jetzt in diesem Bosskampf auf die Kacke. Jetzt wirklich der Final Boss. Ich kann euch schon mal spoilern. Der hat keine Tricks mehr auf Lager, wenn wir ihn dann besiegen. Nee. Danach kommt nur die Peach-Szene und die Bowser-Szene. Danach läuft alles wie gewohnt ab. Hey, ganz schön stalkermäßig bis hier mir zu folgen. Hab schon verstanden. Sie sollten nicht klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Oh, die ganzen Partner. Oh, die checken's nicht. Die checken's nicht, dass er... dass er der falsche Mario ist, dass er der Geist ist, dass er Rumpel ist, das Rumpelstilzchen. Klar, Mario. Keine Frage. Ja, pff, die hat sich mit Crucius verbindet, aber die ganze Hexe, ey. Voll allein keine Chance hat das Opfer, ey. Boah, Mario, wir machen das schon, wir haben schon so viel durchgemacht, ne? Ja, genau. Bist du heiser oder was? Du hörst dich so an? Nein, du. Mit dir ist alles gut. Ich merke überhaupt nichts. Ich bin ja Kupio.
Ich werde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut, Mario. Seid still, Papa! Oh yeah. Alles klar, gehen wir den gesichtslosen Typen ordentlich was auf den Blitz. Die haben ihn Mario genannt. Wenn der Körper, der deinen Namen und Körper gestohlen hat, wenn der deinen Namen und Körper gestohlen hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Sie ist also hintergekommen. Ich sage jetzt mal nein, weil sonst hilft sie uns nachher nicht in diesem Kampf. Wir brauchen sie. Ja, nein, nee, ich doch nicht. Oh nein. Hey, ich hab doch nein gedrückt. Was soll der Scheiß? Dann hab ich. Sie ist dahinter gekommen. Wir können sie nicht verarschen. Wie so manch andere Leute in Rohling. Dann hab ich Mario geholfen. Wie konnte ich nur. Hallo, streiteter Freund. Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Und der Feind beginnt. Und logischerweise hat Barbara jetzt keinen Bock mehr. Barbara war also nur kurzfristig unser Teammitglied versorgt. Ich wusste das. Wir Mario sind, wie ich euch schon erläutert habe. Somit sind wir auf uns allein gestellt. Ich stehe da so viel Talent, Freunde zu finden. Manche laufen sie davon. Ja, sagt der Richtige, ne? Du hast ja auch nur die Friends, weil du ja die Gestalt hast von uns. Das ist nur noch für fette rosa Bomben im Publikum, im Ernst. Gut. In diesem Bosskampf werde ich auch die Partner besiegen. Das heißt, ich werde mich um Grumbrina, Kupio und all die kümmern. Und ich werde erstmal mit einem schönen, netten Charge anfangen. Ooh, yes! Erhöhte Angriffskraft. Oh, da kommt er. Und fällt mal direkt auf Fresse. So lobe ich mir das doch. Ja, wir haben ja die Strandkappe und noch den Glücksorden. End, krasse Sache. Den wären wir hier nie getroffen. Komm, einmal Charge muss reichen hier. So ordentlich Power Down so. Ne, Power Downs verbraucht zu viel. Mal einen normalen Sprung hier. Und wir verkacken das Timing. Nett. Haha, Konter. Fail. Ich kann doch meine eigenen Moves kontern. Und ich dachte, ich kann dich auch kontern. Verzeih mir, Brunilda. Aber ich lebe für meine Liebe zu Mario. What? The fuck? Mario, gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ. Ich werde dir beistehen. What the hell? Und ich habe mich entschieden. Es gibt sowieso kein Zurück mehr. Tschüss, damit gehört Barbara wirklich zum Team und hilft uns in dieser heiklen Situation. Gut, together forever sind wir jetzt hier in diesem Kampf und jetzt gibt's mal wieder... Was sie auf dem Mütze mit richtigen Timing. Kann meine Gumbrina einfach nicht angreifen. Deswegen hat es eben geklappt. Nicht geklappt, meine ich. Wir haben schon zu viel zusammen durchgemacht, aber Barbara kann es natürlich. Bam in your face, Gumbrina. Die haben genauso viel Leben, wie wir sie aufgelevelt haben. Deswegen hat Erona auch dementsprechend weniger. Aber die halt noch nicht aufgelevelt haben. Ey, die ist schwer zu kontern. Die bleibt in der Luft so immer so ein bisschen stehen. Sackt. Komm her. Tschüssikowski, Gumbrina. Das muss doch jetzt mal reichen. Ja, geht doch. Mario, entschuldige. Er ist schon nicht so begeistert, aber er hat ja noch genug Partner, ne? Gut, Barbara greift jetzt erstmal den guten Rumpel an. Kann sie ja ruhig machen, der hat ja genug Leben. Der Sack. Und Kupio kommt. So ein Opfer. Kannst du so leicht kontern. Und Kupi, Wappanzer hier, Dickhead, oh Scheiße, ey. Okay, wo nach hinten los, ey. Scheint so, als wäre das echte Mario. Warum tue ich ja nicht so schlau mit Kupi, der würde ja auch nie drauf kommen, dass das der echte Mario ist. Aber trotzdem, voll ausgekordert. Oh, Scheiße, das muss der echte Mario sein, die ganzen Moves. Oh. Ich kann nicht sehen, ich glaube, ich kann nicht sehen, so. Was passiert jetzt? Oh, Koch verbrannt, oh. Nein, 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 nein! Ja. Ja, Mario wieder. Oh, Hammer Attack. Den hätte ich nicht kontern können, weil da weiß man es halt nicht. Und Kupio. Oh! Tja, Kupio, ich will ja nichts sagen, ne? Aber dein netter kleiner Schwanz wird jetzt richtig eingestampft. In der schönen Stampfattacke.
Boah, was so Zeugs, ey. Ich verstehe doch gar nichts. Also ich liege hier ganz gut, so wie auf der Sonnenliege und so. Mein Gott! Oh, wow, was soll jetzt Kopiendeck, ey, wenn ich da jetzt so ein Spiegelei hab, ey. Oh! Was für ein Hungerversager. Da hat er recht, der gute Rumpel. Da muss ich ihm zustimmen. Kupio ist wirklich ein Honk. Das ist so geil, ey. Es wird einmal in Let's Play sein, gegen Kupio zu kämpfen. Darum. Einfach nur episch. Und die Fette kommt. Ja, die wollte ich sowieso schon immer mal fauen. Ja! Gut, dass der Hammer immer daneben geht. Body Slam. Fuck. Auch nicht so einfach zu kontern. Wegen ihren fetten Dingern. Ich dachte, die zählen mit, aber zählen sie nicht. Ja, ja. Gut, machen wir es mal mit einem einfachen Sprung. Nee, ich habe eine bessere Idee. Hä? Nater! Nein! Aber ich bin noch in rechtzeitig ausgewichen und der Äther wurde bestraft. So. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Power Plus. Ich zeig's euch nochmal. Ja, ihr kennt's ja jetzt, aber falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt oder wann habe ich's benutzt, ist in diesem Kampf doch ganz gut. Dann wären wir die Fette auch schneller los und so. Mehr auf Angriff hätte ich gerne. Ich werde jetzt primär die Angriffspfeile raussuchen. Ja, dich hätte ich gern, dich, wenn nichts anderes kommt. Boah, was ist das schlecht? Nur Giftpilz, ey. Was willst du machen, ne? Ich kann ja nur nehmen, das was kommt. Nein, nur eins auf Angriff, aber zwei auf Verteidigung. Oh, was. Wie schlecht, das ist ein bisschen Glück abhängig. Also ein bisschen vom Glück abhängig, was da kommt. Diesmal hatten wir viele Giftpilze. Dammit. Na gut, kann man nicht ändern. Die Fette kassiert mit erhöhten Schaden jetzt. Y, bam, hier, in your face. Und, ja, da kommt er wieder. Hammer Attack. Abgewehrt. No problem. Ha, die Fette gekontert. Was soll das denn jetzt? Ist immer nicht like a Sir. Ja, komm hier. Was machen wir? Ständenergie haben wir nicht mehr. Einfach nochmal einen Sprung. Dead Man. Oder Woman. Mann, wie fällt hier nur aus? Musst du down sein. Komm jetzt. Letzter Schlag. Ja, die hat doch nur 15. Ja, ist egal. Macht trotzdem 4 Schaden. Geht nur um die Verbrennung. Sie war sowieso verbrannt. Ja, die hat echt nur 15 Leben. Und wenn wir sie aufgelevelt hätten, hat sie, glaube ich. Nee, die hätte 25 gehabt. Das hätte lang gedauert. Oh, Marius, tut mir leid. Langsam geht mir die Scheißkerle aus. Diese Dreckskerle. Oh! Man, der Mario hat auch echt keinen Moves. Und Yoshi greift an. Rambo, der 50 vorbei. Scheiße. Blöde Heckohren, ey. Ach nee, das ist ja wegen der Sternattacke. Scheiß, Power Plus. So Müll, ey. Nur weil ich dir geholfen habe in der Arena. Nee, der weiß ja gar nicht, dass wir Mario sind. Ah, oh, egal. komm, Power Downs. Naja. Nein, ich wollte ihn noch nicht angreifen. Ach, Mann. Egal. Dann rennt er erstmal wieder eine Runde. Burn in hell. Bomba, nicht dieses einzigste von den scheiß Geistern. Ja, das war auch ein netter Fail. Ja, je weniger Leben der hat, je stärkere Moves wird er benutzen. Jetzt macht er auch schon Ohren-Moves. Wie, nee, nicht Ohren-Moves. Von Superstiefeln halt. Attacken, die normalerweise Blütenpunkte kosten. Ich meine, die Stampfattacke. Und es ist vorbei. Was, ein Hater? Mann, Hater blockiert. Ich kann hier jetzt echt gar nicht gebrauchen in diesem Final-Boss-Kampf. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wegen den scheiß Hater. Immer diese Hater. Ach komm, Sternenergie. Ah, das wäre so gut gewesen. Ach genau, wie viel Leben hat der Sack? 20, ne? Ah, doch so viel. Oder reicht schon? Nee. Nee. Hm. Gekontert. Hat nur noch die Hälfte. Oh, der Yoshi kann uns mal mit E0 Schaden. Ach, der macht ja jetzt Schaden. Fuck. Das ist eine normale Attacke von Yoshi. Ah, Mann, ey. M. Yoshi. Mini Yoshi, meine ich. Ach, Mann, ist das doof. Der macht ja jetzt Schaden, weil wir die Power Plus nicht mehr haben. Mama, die Schiff! Jetzt sind alle besiegt. Diese Schlappschwänze, ich brauch die nicht. Dann zeigen wir mal, dass du noch ein größerer Schlappschwanz bist. Du Lappen, du. Ah.
16 noch, das haben wir gleich. Das ist gegessen und hat nicht geschmeckt. Oh. Der bildet sich wirklich ein. Er könnte Mario schlagen. Ja, weil ich die gleichen Moves hab, du Honk. Oh, auch viel Schaden. Fuck. Na, fliehen schon wieder welche aus dem Publikum. Konnte ich verstehen. Und jetzt Power Doubt. Und yeah, und yeah. Ja, bei Endbossen kannst du da nicht so oft machen. Das ist nur so ein Limit. Vielleicht hätte ich auch erst noch eine Runde Charge machen sollen. Aber nee, es reicht. Im nächsten Part. Die Let's Play aber mit ihren Parts, ne? In nicht so nah mal. Oh, sieht übel aus. Wie geil. Die Animation kommt auf. Was macht der denn? Diese Scheiß-Scheiß-Geist, die helfen meistens immer den Endbossen. Seht ihr? Jetzt kriegt er Wasser. Ja, und? Er ist keine Pflanze. Es bringt ihm Wasser. Eine Dusche am Morgen oder was? Die hat wohl nichts gebracht. Dem war nicht mehr zu helfen. Das ist... Oh, wie kanntest du? Tja. Auch mit Marios Körper kannst du keinen Blumentopf gewinnen, du Lappen. Wer sagt das? Die alle, boah, was du hast zu sehen? Was ist das? Boah, keine Ahnung gehabt, ne. Magic in the air. Er war immer der Echte. Und ihr habt mich bitterlich enttäuscht, meine Freunde, Partner. Ja, dammit. Das zahle ich dir ein. Ja, in deinen kühnsten Träumen nicht. Was, Mario ist geflohen? Nein, das ist der echte Mario. Shit. Mario, sind wir noch Freunde? Nee, ja, nach dieser Aktion nicht mehr. Aber du warst schlecht. Wow, hab mich mal wieder verarscht, ey. Wie damals in meiner Schule, ey. Und auch im College und in der Ausbildung und in der Studentenzeit und immer wieder. Man hat mich mal wieder verarscht, ey. Voll asozial. Die Musik ist ja geil. Hört mal. Ich spiele diese Legend of Zelda irgendwie. In der Halle der Weisen oder so. Jetzt nicht mehr. Doch. Geil. Oh, wie hätte ich... Ich hätte es wissen müssen. Wie konnte ich nur auf diesen Betrüger reinfallen? Wie... Ich bin dieses scheiß Schattentrio zu den Bösen. Wieso steht die plötzlich auf deiner Seite, Bomba? Also... Oh, yeah. Mario. Naja... Die hat dir geholfen, wir haben dich angegriffen. Eigentlich ist sie ja viel cooler als wir. Naja, sei wenn ich so wie im Kindergarten, obwohl ich da noch nicht mal drin bin, so jung bin ich. Mario, auch wenn ich jetzt weiß, wer du bist, würde ich sehr gern bei dir bleiben. Oh yeah! Barbara gehört jetzt wirklich zum Team. Ja, das war ja schon eben klar. Und sie überreicht Mario und sogar Sternjuwel. Hoho, wenn das Bonilda sehen könnte. Wie geil, ey. Hier, bitte. Oh, wie krass. Ist das episch. Du bist ein Sternjuwel von deiner Erzrivalin Barbara. Dein Sternkraftbild trägt jetzt 5. Maroon 5, Mamu Number 5. Violette, die Sternattacke Power Ring. Ich hab meinen Ring und meine Eier. And it burns, burns, burns. Kapitel Ende. War doch im Großen und Ganzen ein ganz geiles Kapitel, ne? Wenn man nicht die Wege da hätte. Mario konnte den Geist rumpeln von Jahren und bekam Namen und Körper zurück. Er hat jetzt 4 Sterne, weil bleiben noch 3, die er finden muss. Und eins davon hat sie ja Crucius, leider. Mehr als die Hälfte dieses Abenteuers ist damit bereits bestanden, ja, Freunde. Aber nicht die Hälfte der Parts, kann ich euch schon mal sagen, weil noch viel extra Shit auf uns wartet. Ein Drittel haben wir geschafft, können wir sagen. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Juwelen fort. Ich denke, das hat 100 Parts tatsächlich, das Let's Play. Nur was ist wohl aus Brunhilda und Roberta geworden und aus Rumpel? Rumpelstilchen. Und ich denke, hier werde ich auch den Cut setzen. Wir haben es geschafft. Das 4. fucking Kapitel. Ich hoffe, ich muss nicht mehr so viel schneiden. Doch, im nächsten Kapitel auch, aber nicht mehr so extrem wie hier. Und Freunde, was bei Crucius abgeht,
Und bei Bowser, das sehen wir im nächsten Part. Wenn ihr auch Crucios Gesicht und Brunhildas Gesicht sehen wollt, unbedingt einschalten, es wird epic! Freunde, bis zum nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, falls ihr das Video gerne favorisiert. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen.